Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuber wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Smash Bros. Ultimate, dem klassischen Modus. Und heute spielen wir mit Kirby. Genau, der User QueenBoozet hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch Kirby oder Simon nehmen sollte für einen coolen Boss, beziehungsweise für andere Bosse, die auch zu den jeweiligen Charakteren passen. Na, da freue ich mich schon drauf und danke für den Kommentar. Und ich bin sehr gespannt, was hier jetzt abgeht mit Kirby. Und wir nehmen natürlich auch wieder die höchste Schwierigkeitsstufe. Wobei das natürlich jetzt hier ein bisschen gefährlich wird, weil mit Kirby kann ich, glaube ich, nicht so gut umgehen. Kirby ist auch allgemein nicht so ein guter Char. Und ach, wir können hier fressen. Wir können hier fressen, okay. Aber es gibt ja den Trick, ne? Einfach die Charaktere rauszuschmeißen. Ganz simpel, aber das, da muss ich aufpassen, dass mir das nicht passiert. Ah, okay. Oh mein Gott. Oder kann ich da überhaupt rausfliegen? Ich denke schon. Ich gehe mal schon davon aus. Und die Stage ist cool. Das ist die Pac-Man Stage. Ja, und der muss irgendwie raus. Am besten, ja, wenn der Giftpilz, wenn der Maxi-Pilz weg ist. Und Kirby, pass auf, dass du hier nicht abkratzt. Und ja, komm. Das Smash-Attacke nach rechts oder nach links sollte passen. Jawohl. Kirby erledigt Pac-Man. Sehr schön. Und dann kommen wir doch ganz gut voran, wahrscheinlich. Mal gucken. Und oh nee, Yoshi. Oh, 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 oh. Da muss ich euch was zeigen. Und ich hoffe, ich kann das. Und der ist ziemlich groß. Ich kann ihn nicht einsaugen. Ich kann ihn nicht einsaugen. Scheiße, ich wollte was Süßes euch zeigen. Oh. Wenn man nämlich die Special-Einsätze von Kirby, während der Yoshi hat. Beziehungsweise die Yoshi-Kirby-Spezialattacke. Oh, das klingt so süß. Und hier ist wohl alles auf Essen ausgelegt. Zumindest liegt hier überall Essen rum. Alles klar. Und Kirby. Nein. Ja, Kirby. Kirby killt. Kirby killt. Sehr gut. Und wir fressen uns einfach durch. Das ist super lecker. Super nice. Und wir starten aber auch immer mit ein bisschen ein paar Prozenten, ne? Ich glaube schon. Okay. Wen haben wir dann als nächstes? Donkey Kong. Oh, das ärgert mich jetzt so ein bisschen, dass ich den nicht einsaugen konnte. Egal. So, Donkey Kong könnte ich einsaugen. Und das machen wir auch mal. Wenn er dann kommt. Wenn er kommt. Ne? Nein, nein, nein. Oh, oh, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich und ich kann da nicht durch. Okay, 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 okay. Kirby rettet sich noch ganz knapp. Ja gut, dann greifen wir den Guten doch ganz normal an. So, wie man es kennt. Jawohl. Okay, ich wollte ihn aber einsaugen, aber ich glaube, ich sollte das lassen. Sollte das lassen. Oder jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn und jetzt haben wir diesen großen Faustschlag, den wir ausführen können. Und mal schauen, ob wir treffen. Aber ich glaube, selbst wenn wir treffen, er würde noch nicht sterben, der DK. Der hält ja einiges aus und... Okay. Donkey Kong hat uns die Attacke erstmal wieder rausgebrüllt. Aber wir haben ihn direkt wieder. Sehr gut. Und dann laden wir den schon mal auf. Genau. Und mal gucken, ob ich treffe. Und... Er hat sich jetzt geheilt oder nicht? Oder habe ich mich geheilt? Ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe mich geheilt. Das ist doch gut. Und wenn jetzt sein Pilz weg ist, dann hau ich ihm... Die Faust in die Eier. In die Donkey Kong Eier. Jawohl. Und dann schauen wir mal. Oh, schade, hat nicht geklappt. Ja gut, daneben nicht. Daneben nicht, dann machen wir das ganz normal. Und jetzt sind wir auch groß und kicken ihn. Sowas von weg. Sehr schön. Und sieht er nicht süß aus, der Kirby mit Fell? Naja, eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich nicht. Obwohl Kirby immer ganz süß aussieht. Okay. Und wen haben wir jetzt? Wario. Okay, ja, der frisst ja auch sehr gerne Zeugs und wahrscheinlich liegt hier auch noch mehr rum als sonst. Ja, natürlich und ich heile mich erstmal. Und oh, auch Wario ist sehr groß, alles klar. Hier ist alles groß und voller Essen. Gut, und komm her, Wario, nein. Und der Kirby muss aufpassen hier. So, was kann Kirby eigentlich, wenn er Wario einsaugt? Ich weiß es gerade nicht. Ja, dann kann er die Beißattacke, ne? Und ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen, das ist nicht ganz so einfach. Gerade dann, wenn man mit einem Charakter nicht wirklich umgehen kann. Okay. Aber Kirby ist auch allgemein nicht so gut. Ne, der hat halt keine Projektile. Und annähern kann er sich auch nicht wirklich. Ne, und mit der neuen Air-Dodge-Mechanik wurde Kirby auch noch ein bisschen geschwächt. Weil er seine Multi-Jumps nicht so gut einsetzen kann. Wie halt in Smash 4. Ne, Dash-Attack killt zwar ein bisschen früher scheinbar. Aber, ja, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Also, wenn ihr Kirby spielen wollt, dann habt ihr ein hartes Leben. So viel kann man sagen.
Aber umso cooler ist es natürlich, wenn dann Kirby jemanden fertig macht, ne? Das geht durchaus. Und auch in Smash 4 war Kirby jetzt nicht wirklich gut, aber es gab durchaus den einen oder anderen Spieler, der mit Kirby was machen konnte. Und von daher, ne, sind solche Charaktere eigentlich immer auch ganz interessant, wenn man sie sieht. Und was habe ich jetzt? Habe ich jetzt auch die Wampe? Ne, ich habe die Kanone. Okay. Alles klar. Und ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Und dieses blöde Chili nervt. Okay, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen und die Bananenschale brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. So, ich heile mich mal. Was? Wie viel heilt das dann? Ja, 4%. Okay. Ja, Kirby hat ein hartes Leben, aber das ist gut. Das ist gut. Das heilt 50. Sehr schön. Und bam. Ja, ins Gesicht. Und dann saugen wir ihn ein. Bitte, er bringt sich selbst um. Oder auch nicht. Aber jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Und ich glaube, er ist sogar noch mit Absicht nach rechts geflogen. Okay. Der wollte sich gar nicht mehr retten. Na gut. Ich habe ja nichts dagegen, ne? Und wir haben König DDD. Okay. Ich dachte eigentlich, das wird der Boss hier. So mehr oder weniger. Oder eine Vorform davon. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass der Boss auf jeden Fall was mit Kirby zu tun hat. Denn ansonsten hat mich der Kommentarschreiber angelogen. Und das bezweifle ich doch sehr stark. Okay, dann gucken wir mal. Ich bin gespannt. Aber ich habe jetzt nicht so viele Kirby-Spiele gespielt. Von daher erkenne ich den Boss wahrscheinlich vielleicht gar nicht. Mal gucken, wer es sein wird. Ich habe aber ehrlich gesagt schon so mit einer Muskelform von König DDD gerechnet. Okay, aber vielleicht kennen wir den Boss ja. Vielleicht kennen wir ihn. Mal gucken und das... Ich kann das nicht einsaugen. Ja, DDD kann ich einsaugen. Und jetzt habe ich... Ja, jetzt habe ich... Jetzt... Ich saug König DDD ein und habe jetzt eine neue Saugattacke. Alles klar. Alles klar, Kirby. Okay. Dann. Jawohl. Und ja, Kirby hat in Smash 4 zumindest sehr viel mit seinen Griffen gemacht und seinen Würfen. Wenn er dann mal rankam. Aber Kirby ist nicht einfach. So, und komm her. Komm her. Jawohl. Perfekt. Und Ben. Nein. So, jawohl. Und wir sammeln ihn nochmal ein. Warum verlieren wir die Fähigkeit so schnell? Das ist voll unfair. Ja, aber ich glaube, immer wenn irgendein harter Treffer mich trifft, dann verliere ich die. Das Lustige ist, man verliert die ja eigentlich auch, wenn man tauntet. Aber wenn man gegen Randoms online spielt, dann kann man nicht taunten. Sprich, Kirby ist gezwungen, diese Fähigkeit zu behalten, bis er stirbt. Das ist sehr interessant. Ich verstehe auch gar nicht, warum Nintendo zumindest nicht bei Kirby eine Ausnahme macht oder zumindest irgendeine andere Pose macht. Es muss ja nicht unbedingt ein Taunt sein, aber dass man einfach die Fähigkeit wegschmeißt. Ne? Das wäre doch eigentlich ganz gut gewesen. Allgemein taunten ist eigentlich auch so ein Smash-Ding. Ich verstehe nicht, warum die das rausgenommen haben. Ich verstehe es wirklich nicht. Ne, wenn jetzt die Leute online irgendeinen Kill machen, ne, dann rennen die immer so rum. Ups. Und keine Ahnung. Oder crouchen die ganze Zeit. Ne, so. Das ist dann der neue Online-Taunt. Ne? Genau, oder die machen dann sowas hier. Aber ich kann das jetzt mit Kirby nicht. Nicht so gut. Ne, dieses Dash-Dancing nennt sich das. Oh Gott. Ja, das sind die Taunts, die Online-Taunts. Why Kirby? Kirby kann sogar, glaube ich, ein ja, quasi Taunt machen, ne? Aber keinen richtigen Taunt. Mal schauen, ob ich ihn hinkriege, indem er so rumhüpft. Ja, ich glaube, irgendwas gab's da. Ich habe da mal ein Video gesehen. Und der kann sozusagen quasi taunten, aber ich sollte jetzt halt, mich auf den Kill fokussieren. Okay, danke. So, ja, hier kann er so dancen dann. So ganz leicht. Und Smash 4. Sah das ganz cool aus und ich denke, das sieht auch hier ganz cool aus, aber ich konnte es nicht zeigen. Nicht so wirklich. Aber egal. Okay. Und ja, was man als Kirby nicht machen sollte, auch in Smash 5 nicht, ist den Hammer zu benutzen oder den Stein. Und das sind Attacken, die ja sehr leicht punishbar sind. Also sprich, das solltet ihr wirklich nur einsetzen, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr eben euren Gegner trefft. Okay, Kirby kommt eigentlich ganz schnell durch. Ja. So, jetzt die Special-Attacke. Ja, gut. Und rein mit dir. Okay, jetzt oben rum. Ja, jetzt setzen wir auch schon mal den Hammer ein. Und Kirby ist doch nicht ganz so schnell. So, Kirby will das Geld noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Gold einsaugen kann. Keine Ahnung. So, und jetzt hier oben rüber.
Ja, genau, das muss ich jetzt aufschlagen. Aber das ist... Nein, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Und jetzt kommt eine Stelle, wo das schwarze Loch mir einen Weg gibt. Ich glaube hier. Genau, hier muss ich dann rein. Alles klar. Das hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank. Und jetzt komme ich da auch mal schön ins Ziel. Und das gibt auch definitiv, ja, mehr als 100.000 Punkte. Und ich glaube, das ist sogar ein neuer Rekord. 125.000. Ja, schade, dass ich jetzt da in die erste Lücke nicht gekommen bin. Aber egal, egal. Passt schon. Und Max. Oder Max. Okay. Den kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Und der verwandelt sich direkt. Okay. Oder? Habe ich den schon mal gesehen? Max. Ja, das muss irgendein ein Gegner von den neueren Kirby sein. Die habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich sie irgendwann mal spielen will. Prinzipiell habe ich eigentlich schon Bock, mal Kirby zu spielen. Allerdings jetzt nicht das Neueste. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie das hieß. Aber sowas wie Kirby's Adventure Wii? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich wollte mir das sogar mal besorgen, aber das hat ziemlich viel Geld gekostet. Für ein Wii-Spiel wollte ich das nicht zahlen. Aber das gibt es anscheinend auch nicht mehr ganz so oft. Von daher... Oder im Handel gibt es das nicht mehr so oft. Von daher ist das vielleicht sogar eine kleine Rarität, wer weiß. Und der ist schon fast tot. Der ist schon fast tot, aber okay, wir spielen auch nicht auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, bei 7-0 oder so. Okay, und er teilt sich. Und was? Nee, ich bin tot. Okay, ich lebe noch. Ja, immerhin. Immerhin. Okay. So, der Boss ist ganz cool. Oder Kirby's Triple Deluxe. Das kam ja für die Wii U raus, oder? Oder, genau, das Kirby-Spiel für die Wii U. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das hieß, aber ich glaube Triple Deluxe oder so. Daran hätte ich auch theoretisch irgendwann mal Interesse. Aber ich weiß nicht, wie da euer Interesse sein würde. Wahrscheinlich eher nicht so groß. Aber vielleicht mal so als Stream, ne? Überlege ich mir sowieso mal, ne, diese ganzen Retro-Titel oder so, die es so gibt, wo ich jetzt nicht denke, dass sie viel gucken würden, dass ich das einfach mal streame. Ne, dann habe ich es auch gespielt. Aber mal schauen, das ist dann wieder so ein anderes Thema, ein spezielles Thema. Aber prinzipiell hätte ich schon Bock auf Kirby. Aber ja, die Zeit, ne? Die Zeit, die fehlt so ein bisschen. Und den Max haben wir geschafft. Sehr gut. Ein Kirby-Endboss. Und ihr dürft es mir gerne in die Kommentare schreiben, wer das jetzt genau war oder aus welchem Spiel der kam. Vielleicht kommt er auch in mehreren Spielen vor. Das kann auch sein. Und ja, wir haben ein gutes Endergebnis, würde ich sagen, für Kirby erreicht. Und genau, wir sehen uns gleich wieder nach den Credits. Und ja, auch die Credits haben immer so eine spezielle Credit-Musik. Das ist auch schön anzumerken. Genau. Und wir sehen uns im Endbildschirm. Oh! Und man kann die Credits auch überspringen. Okay, das ist sehr cool zu wissen. Ich dachte mir nämlich schon, warum machst du immer hier die 5 Minuten die Credits? Warum kannst du das nicht überspringen? Und jetzt habe ich mal den Startknopf gedrückt und man kann das skippen. Sehr schön. Sehr gut. Und ja, die Kirbys, die machen Party. Und jetzt kriegen wir natürlich nicht so viele Belohnungen, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Und wir haben Kirby als Kämpfergeist und Chibi-Robo, okay. Und Kids, alles klar. Ein golfspielendes Kind. Interessant. Und ja, das war's dann für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und wir haben noch Schwein gehabt, okay. Wir kriegen noch Schwein. Sehr gut. Und 9 Meilensteinen. Ah, ist das nicht süß. Ja, für die Maxi-Tomaten, ne? Genau, oder generell Heilungs-Items. Okay, das ist süß. Also allgemein, diese Bilder hier sind echt süß. Aber okay, ich glaube, der Part ist eh schon etwas länger als die anderen. Von daher verabschiede ich mich. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Und danke an alle für Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Euer BlueX2 und ciao.